Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschlachtung der Planeten wurde zur Routine. Ihre Ausbeute hielt uns am Leben. Dann rückte Aegis 7 ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Existenz geheim gehalten. Doch Gier und Korruption setzten sich über alle Vorsichtsmaßnahmen hinweg. Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt, den roten Makler. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden, den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Nur Verderben und Leid. Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von den Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Wir treffen CSO4. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis 7 kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparaturcrew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu packen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clark. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich... In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört. Drei Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation, einer Earthgov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Isaac hat überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher. Denn der Marker verändert alles.